So, hallo YouTube. Ja, ich habe mich ein bisschen inspirieren oder anstecken lassen von anderen Videos, die gerade hochgeladen wurden vor ein paar Tagen, und zwar vom Stefan 123321 mit seinen Schneidtests an Holzstöcken. Vor allem aber von dem Video vom Richie, als er das Seil geschnitten hat mit seinen feinen Russenmessern mit besonderen Stahlsorten. Und da mal ausprobiert hat nach vielen Schnitten durch Seil, wie die noch funktionieren. Das sieht man ja viel bei amerikanischen Videos, die da Minuten oder Stunden lang irgendwelche Sachen klein schneiden und dann halt dann eine Analyse machen, was da rauskommt. Ja, ich konnte mich früher nie dafür begeistern, meterweise Seil klein zu schneiden, sinnlos, aber jetzt würde ich es doch mal probieren, das Ganze. Mal schauen. Ich habe ein Stück Seil besorgt. Seht ihr da hinten schon, das ist hier Sisal, 10 mm stark, das ist ziemlich hart. Das ist wahrscheinlich auch so was Ähnliches, wie der Richie in seinem Video gehabt hat. Ja, das Seil habe ich im Baumarkt geholt, ist gar nicht so teuer, da kostet der Meter 1,20 €. Also je nachdem, wie viel Meter man holt, dann ist es gar nicht so teuer, also kann man für ein Video mal ausgeben. Ich habe den Verkäufer gefragt, wo die Meterware ist, weil die bauen ja öfters mal um in so Baumärkten, das kennt ihr bestimmt. Wird öfters mal einfach was an einer anderen Stelle gemacht, dass man es nichts mehr findet. Und dann hat er mir gesagt, wo das ist, und hat mir noch dazu gesagt, das können sie sich selber abschneiden. Da war ich schon gespannt, was einem da geboten wird zum Abschneiden. Also es gab einen Seitenschneider für die Ketten und Drahtseile, und für die ganzen anderen Sachen gab es eine Schere. Ja, da habe ich mich richtig gefreut, dass es außer der Schere noch einen Spyderco Techno gab. Allerdings war das natürlich bei mir in der Hosentasche. Gut, es liegt auch schon günstig da. Da liegen noch mehr Messer da. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht die letzten Tage, was man da jetzt für Messer nehmen könnte, um so ein Test zu machen, welches Messer wie gut schneidet und vor allem wie lange es scharf bleibt oder wie es danach eben ausschaut. Da gäbe es verschiedene Kategorien, was man da jetzt nehmen könnte. Ich teile es mal grob auf in drei Kategorien. Die einfachste Kategorie wäre natürlich sowas wie so Victorinox, die einfachen Stähle. Da zähle ich dann auch sowas wie, ja, 440A wird ja nichts mehr genommen, aber die ganzen China-Stähle zum Beispiel, die 8CR13 MOV oder auch vielleicht den Sandvik, die ganzen Sachen, also untere Kategorie. Die können wir ausprobieren, weil die einfach sehr oft in Gebrauch sind. Was auch sehr oft in Gebrauch ist, sind die so, ja, ich sag mal, Oberklasse oder obere Mittelklasse. Je nachdem, wie man sieht, zum Beispiel der S30V, der S35VN, eventuell auch so die Böhler-Stähle oder hier der TDS XHB. Das ist ja auch so gängig, also das ist sehr guter Stahl. Also vor allem da am Techno hab ich das sehr gern. Ja, die Kategorie, wo auch viel verbreitet ist, vor allem mit der S30V. Oder eben, was wir hier oben liegen haben, so ein bisschen besondere Stähle, die nicht so weit verbreitet sind, aber sich für so ein Test natürlich gut eignen, weil die halt viel versprechen. Da haben wir den TBM 10V, der ja einer der verschleißfestesten Stähle sein soll, wo so verbaut werden. Hier der D3, der hat über 2% Kohlenstoff, ist halt knüppelhart und hochlegiert. Dann hier den TBM M4. Ja, alles rostende Werkzeugstähle, und dann hier den Sleipner. Ja, ist auch was nicht so weit verbreitet ist, aber doch ein relativ normaler Werkzeugstahl, ist halt sehr zäh. Ja, die könnten wir mal so testen. Für das jetzige Video möchte ich aber erstmal zwei von denen nehmen, sonst wird es natürlich zu viel. So viel Zeit habe ich ja wahrscheinlich auch gar nicht da. Und dann kommt vielleicht noch mal ein Video nach. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, was man so mal ausprobieren könnte. Okay, dann drücke ich mal kurz Pause und mache das Ganze hier ein bisschen zurecht, und dann lege ich mal los. Ja, ich habe mich mal fürs erste Video entschieden, die beiden Messer hier zu nehmen. Die sind beide leicht benutzt, spielt aber bei dem Stahl jetzt keine große Rolle. Wir probieren es mal aus am Papier. Also der schneidet im Moment so.
und der CBM 10V. Der geht ein bisschen besser durchs Papier, aber die gehen halt beide durchs Papier. Die rasieren auch beide. Das habe ich vorhin schon ausprobiert. Bei dem Licht sieht man wahrscheinlich sowieso nicht viel. Ich probiere es mal aus. Also ihr hört es schon, oder seht es auch, die rasieren auch. Es ging sicher noch schärfer. Also mein Gale Bradley zum Beispiel ist noch ein bisschen schärfer, aber ich sag mal, das ist jetzt so in Ordnung für so einen Schnitttest. Mal schauen, ob sie sich dann verändern. Jetzt vom ganzen Anschliff her hat natürlich hier das Spyderco die Nase vorn. Der ganze Anschliff ist natürlich höher und flacher gezogen. Die Klinge ist dünner und breiter. Und ja, da hat man einfach eine andere Performance. Aber so schlecht, wie das da ausschaut, ist es gar nicht. Das habe ich auch schon an Holz ausprobiert. Und von daher probieren wir das einfach mal aus. Ich mache jetzt mal ein paar Schnitte. Probieren wir mal, wie man am besten so klarkommt. Ich habe das noch nie probiert, so mehrere Schnitte zu machen. Ja, es ist nicht einfach, das zu schneiden. Das Seil ist ziemlich hart. Als Untergrund ist ein weiches Holzbrett. Und mit einem Schnitt kriege ich das auch nicht durch. Ist schon widerstandsfähiges Material. Ich drücke jetzt mal Pause und mache dann noch ein paar Schnitte, sonst wird es ja für euch dann auch zu langweilig. So, wie ihr da seht, habe ich einige Schnitte gemacht. Man sieht es auch ein bisschen an meiner Hand, dass ich hier ein Klappmesser in der Hand habe. Und jetzt legen wir es mal auf Seite und nehmen mal das Fahrrad mehr und machen da einfach mal weiter. Vielleicht lasse ich die Kamera noch mal kurz laufen und dann. Also es ist ein anderes Gefühl beim Schneiden, aber das geht locker mal genauso gut durch wie das Spyderco. Das Messer hat auch eine bessere Handlage, weil der Griff einfach dicker ist und einfach von der ganzen Ergonomie ein bisschen besser ist, also nicht so hoch und schmal wie beim Spyderco. Und da schlägt sich das doch ganz gut. Gut, jetzt machen wir die Kamera wieder aus und dann hole ich euch wieder, wenn ich mal ein paar Schnitte mehr gemacht habe. Ja, von den 3 Metern an Seil habe ich jetzt ungefähr 2 Meter geschnitten, wie es ausschaut. Immer so ganz kurze Stückchen, so 1 Zentimeter Stückchen. Und ja, wie viele Schnitte das sind, könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr wollt. Es artet ganz schön in Arbeit aus. Ja, ist aber machbar und vor allem hier bei dem Fahrrad ist wirklich die Handlage so gut, dass sich das schon umsetzen lässt, das Ganze. So. Machen wir die letzten Schnitte noch. Ich habe mit beiden Messern hauptsächlich in dem Bereich hier geschnitten, also nicht vorne mit dem Bauch, sondern eher hinten. Das hat sich einfach so ergeben, das kann man vorher nicht planen, das muss man ausprobieren. Und ja, das hat sich eben so ergeben, dass wir mit dem Bereich schneiden. Müssen wir natürlich jetzt dann beim Papiertest mal schauen, dass wir auch in dem Bereich das dann wieder ausprobieren. Okay, also bis gleich. So, habe noch ein Blatt Papier in der Werkstatt gefunden. Da war ich ein bisschen schlecht vorbereitet. Jetzt werden wir mal schauen. Ja, also das macht da noch keine Probleme. Ist kein großartiger Unterschied feststellbar. Schauen wir mal bei dem Spyderco, wie es da ausschaut. Wenn das Video noch zu Ende ist,
dann werde ich die Messer natürlich auch nicht nachschärfen, sondern ich halte mir das offen, da einfach nochmal was anderes zu schneiden. Entweder ich schneide dann das Teil weiter oder ich probiere es nochmal am Holz aus und schau mal, ob ich es da noch weiter stumpf bekomme oder wie die Stähle sich weiter schlagen. Ja, und ansonsten ein Stück Seil habe ich noch da. Wenn das fertig ist, muss man halt nochmal ein neues holen. Oder das reicht ja für ein Messer, würde es ja noch reichen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr mir das einfach mal schreiben, was man noch für Messer ausprobieren könnt. Und dann mache ich die nächsten Tage einfach noch ein Video. Okay. Dann mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.